Der ist nicht drin noch, oder? Doch. Ich fasse es nicht. Ich fasse es wirklich nicht. Unglaublich. Mahlzeit, Doc. Mahlzeit. Wo ist die Frau? Also Wohnzimmer. Die Tatwaffe. Fingerabdrücke? Reichlich. Todesursache sind zwei tiefe Stiche in den Oberbauch, beide mit großer Wucht ausgeführt. Er ist verblutet. Keine Abwehrverletzungen. Anzeichen für einen Raubmord? Das kann ich nicht ausschließen, aber die Wertgegenstände sind alle da. Und zeitgleich sind die Tochter und die Freundin verschwunden. Die Tochter? Frau Hartmann? Mal auf, Kripo Köln. Jetzt ist mal leid. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Klaus hatte nur seinen Reisepass vergessen. Wir wollten ein paar Tage golfen gehen. Laura feiert ihren Geburtstag. Laura? Meine Tochter. Die müsste irgendwie hier sein, zusammen mit ihrem Freund. Der Freund heißt? Adrian. Adrian. Ich kann sie nicht erreichen, die geht nicht. Ans Telefon.
Fingerabdrücke von der Tatwaffe gehören zu einem Adrian Tarrach. Hat eine Jugendstrafe wegen Autodiebstahls und mal Ärger gehabt. Wegen Drogenbesitzes. Das Foto ist unterwegs. Der Freund ihrer Tochter, Adrian, der Nachname ist? Tarrach. Tarrach. Und die Adresse? Keine Ahnung. Was soll ich denn jetzt machen? Erzählen Sie mir doch bitte ein bisschen über diesen Adrian. Adrian hat eigentlich nicht viel von sich erzählt. Klaus mag ihn. Er will ihm sogar Geld geben für seinen Club. Was denn für ein Club? Adrian will eine Bar oder einen Club eröffnen in Köln. Das ist mein Kollege, Herr Schenk. Es tut mir sehr leid, was hier geschehen ist, Frau Hartmann. Im Moment deutet alles darauf hin, dass Herr Tarrach der Täter ist. Adrian, aber... Ist das der Freund Ihrer Tochter? Ja. Können Sie irgendwie erklären, wie das passieren konnte? Ich verstehe das nicht. Im Zimmer Ihrer Tochter... Hat er ihr was getan? Nein, es sieht nur alles danach aus, als hätte sie schnell ein paar Sachen gepackt. Haben die beiden eine Reise geplant? Nein. Laura feiert morgen ihren 80. Geburtstag und... Deshalb wollten wir ein paar Tage wegfahren, damit sie in Ruhe feiern kann. Wo sollte sie denn hin? Hey. Deine Mutter nervt mich schon wieder. Vergiss sie. Angst, dass du dich vor mir ekelst. Mich nicht mehr liebst.
Ich würde sterben für dich. Unser Täter auf dicke Hose und dann das hier. Was ist? Schiss ums Auto? Wir leben 4000 Leute, 60 Nationen. Mein Auto mittendrin. Ja, danke. Ciao. Janis von Laura Hartmann, Adrian Tarach sind beide abgeschaltet. Keine Chance, sie zu holen. Wenn Tarach schlau ist, ist er links über alle Berge. Flughäfen, Bahnhöfe, sämtliche großen Ausfallstraßen wird alles kontrolliert. Da steht ein Fliegertacher? Du, anscheinend wohnt er noch bei seiner Mutter. Mit Mitte 20. Ja. Mieten sind teuer in Köln. Thank you.
später nochmal reden. Leon ist tot. Mein Beileid. Die Schleiberer können Sie sparen. Sie können die nicht. Wie ist er denn gestorben? Sind Sie wegen Adrian hier oder wegen Leon? Kann ich dann wenigstens mal mit dem Vater reden? Auch tot. Unfall, sonst noch was? Er ist besoffen vom Balkon gestürzt. Hier. Er ist auf irgendeinen von diesen Stühlen da geklettert. Er steigt auf den Stuhl und... Gleichgewicht verloren. Er war total besoffen. Jetzt kommen Sie mal auf den Punkt. Worum geht's denn eigentlich? Wer hätte das gedacht? Mutter im Pflegefall, Vater und Bruder tot. Da hat unser Adrian ja das ganz große Familien losgezogen. Der Bruder stand ihm wohl sehr nah. Den hat er sogar auf dem Computer ganz groß als Hintergrund. Ja, der Vater dagegen scheint überhaupt nicht zu existieren. Gibt kein einziges Foto von dem. Hast du die Brandnarben auf ihrem Arm gesehen? Mhm. Aber das ist nicht der Typ, der sich selber verletzt. Vielleicht war es ein Unfall.
Notschaltung für die Telefonanschlüsse von Adrian Tarrant und seine Mutter sind beantragt. Aber das dauert noch. Was mit seiner Bankkarte oder Kreditkarte? Kreditkarte hat er keine. Und die Bankkarte hat er schon seit einer Ewigkeit nicht mehr benutzt. Dispo ist am Anschlag und da spuckt kein Automat mehr was raus. Vielleicht hat Laura ja schon eine eigene Kreditkarte. Hast du mitgekriegt? Ja, auch da läuft der Antrag bereits, aber die Kreditkarte firmaziert sich noch. Ja, dann machen wir ein bisschen Druck. Und versuch mal irgendwas über den Vater von Adrian rauszufinden. Vielleicht hat er ja auch einen anderen Nachnamen. Und über den toten Bruder. Und über den toten Bruder, ja? Ciao. Hast du die Tücher gesehen? Hä? Genau so ein Tuch lag bei Adrian Tarrach im Schrank. Unser schönes Präsidium. Dann reden wir da in Ruhe weiter. Such dir was aus. Hey, beruhige dich. Echt keine Ahnung. Wir haben den Typ gar nicht mehr gesehen. Der macht sein eigenes Ding, hat den Job und einen Club. Wie heißt er? Oxygen. Hat dein Mädchen kennengelernt. Wo ist der Club? Thank you.
Vorhin hat ein Typ an die Tür geklopft. Der wollte hier rein. Ich dachte, du bist es. Ich konnte ihn gerade noch rausdrängen. Richtig machen. Wir sollten endlich den alten Grill wegwerfen. Außer deinem Vater hat ihn doch nie jemand benutzt. Ich habe noch jemanden getötet. Mama? Ja. Ich... Ja, und warum tust du sowas? Mein Stiefvater hat sie vergewaltigt. Deine Freundin? Dann wollte ich Geld für uns besorgen, dann ist der Typ auf mich losgegangen, ich... Er wollte sie, dass du das tust? Nein. Und was hast du jetzt vor? Ich weiß es nicht. Du musst verschwinden. Du musst Köln verlassen. Hast du mich verstanden? Lass dich nicht im Stich, Mama. Ich hab's dir versprochen. Ich komm klar. Ich melde mich. In 3 Stunden. Dem kommt man gerade besser nicht in die Quere. Selbst nicht mit dem Baseballschläger. Und nicht mal so einer. 3 Schusswunden in der Brust. Ziemlich nah beieinander. Wir wissen alle davon Gott wirklich. Wo hat der auf einmal eine Schusswaffe hier? Ist der Starkkassette vielleicht? Hallo? Ja, Tobias, Ballauf hier. Sag mal, die Daten von dem Opfer hast du schon? Ja, hab ich. Ja, dann guck doch mal nach, ob auf das Opfer eine Waffe angemeldet ist. Moment. 2 Tote in so kurzer Zeit. Läuft da etwa jemand Amok? Was ist mit dem Mädchen? Auf dem Video ist sie nicht zu sehen. Vielleicht hat er sie irgendwo gefangen. Dagegen spricht allerdings, dass sie offenbar selber ihre Tasche gepackt hat. Ihr habt doch im Haus keine Kampfspuren gefunden, oder? Glaubst du, die macht nach Bonnie ein Kleid? Ich glaub gar nichts. Die haben ja noch nicht mal ein Motiv. Ja, danke, könnte passen. Auf das Opfer ist eine Waffe angemeldet. Ja klar, ein Koch P30. Okay. Ich stelle mich schon mal auf Überstunden ein. Adrian? Da bist du ja endlich. Vorhin hat ein Typ an die Tür geklopft. Ich dachte, du bist das. Der wollte hier rein. Ich konnte ihn gerade noch rausdrängen, um die Tür zu machen. Aber gib mir ganz kurz 3 Minuten, bitte, ja? Du hörst mir nicht zu. Du hast mich die ganze Zeit hier allein gelassen. Mein Handy ist auch weg, da sind alle Nummern drin. Wieso wolltest du mal anrufen? Ich erwarte 100 Gäste, denen ich absagen muss. Da ist die GM auch schon bei. Siehst du doch eh nicht wieder. Vielleicht ja doch.
Was soll das heißen? Wo sind deine Sachen überhaupt? Was für Sachen? Na, du wolltest doch Sachen zum Anziehen holen. Komm, was dazwischen. Und wo warst du dann? Zwei Tote und wir haben nichts Greifbares. Das ist zum Kotzen. Im Moment hetzen wir nur hinterher und sammeln die Leichen ein. Wir wissen aber noch nicht ganz genau, welche Rolle Laura Hartmann in der Geschichte spielt. Das Risiko müssen wir eingehen. Sag es. Ich liebe dich. Nochmal. Ich liebe dich. Schrei. Los, schrei. Los, schrei. Ich liebe dich. Erstochen haben und er soll den Club Oxygen überfallen, dabei einen Mitarbeiter erschossen. Adrian Tarr ist auf der Flucht. Der ist bewaffnet. Tobias, was gibt's? Die Kreditkarte von Laura Hartmann wurde im Hotel Sukino benutzt. Liegt direkt neben dem Flughafen. Hotel Sukino? Das ist keine 5 Minuten von hier. Ist das SDK verständlich? Ja, die sind in 20 Minuten da. So morgens. Aber man sollte nicht nur auf eine Monokultur setzen, das ja. $8,000 gekostet hat. Es sind viele... Mach's nicht ein Mörder. Adrian Tarrach, 23 Jahre alt. Der Mann ist gut 1,80 groß. So sieht er aus. Und er ist nacken, auffällig tätowiert. Da ist ein doppeltes K zu sehen. Adrian Tarrach ist auf der Flucht. Er ist bewaffnet, gilt als ausgesprochen gefährlich. Er ist wahrscheinlich unterwegs mit einer 17-jährigen Schülerin, Laura Hartmann. Wer die beiden sieht, soll unbedingt die Polizei informieren. Auf keinen Fall selbst irgendwas unterbieten. Kontakte, die finden Sie auf unserer Seite im Netz. Und jetzt reden wir über Geld. Der 3 Monate. Kein Gang. Wen hast du umgebracht? Dein Stiefvater. Warum, Laura? Warum wegen mir? Warum?
Einfach so tun, als wäre nichts passiert. Der Typ hat's verdient, Laura. Jeder Vater, der sein Kind was seine Gehörung hat, macht ganz einfach. Laura. Laura, hör mir zu. Wir beide haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir ziehen das zusammen durch. Oder wir warten hier auf die Bullen. Laura, bitte. Sagen Sie unseren Kollegen Bescheid, wenn Sie antreten. Wer ist dran? Als ob du das nicht selber wüsstest. Chefin sagt, die beiden sollen wie ein frischer Lied des Paar gewirkt haben. Ihr Vater ist tot und sie steigt mit seinem Mörder ins Bett. Stiefvater. Trotzdem. Sie laut spurensichern gab es ihnen aber keinen Hinweis darauf, dass ein zweiter Täter am Tatort dabei war. Auf dem Video war sie auch nicht zu sehen. Vielleicht weiß ich es einfach noch nicht. Wie hast du es gemacht? Mein Stiefvater. Ein Messer in der Küche. Aus dem Messerblock? Einfach so? Er tut dir nie wieder weh. Und dieser andere Typ? Mit Baseballschläger auf mich los, als ich Geld für uns besorgen wollte. Was hast du mit dem Geld gemacht? Die Flugtickets. Hast du geschossen? Ich will sie sehen. Zeig sie mir. Ich
nicht gesehen, das ist ein Privatbesitz. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich... Hör doch. Oh, kein Scheiß. Hat. Und der Typ mit dem Baseballschläger auch, das war alles Notwehr. Die Polizei ist nicht dumm, Laura, die wissen, wie es gelaufen ist. Und der Typ, den du mit der Waffe bedroht hast, der wird es garantiert auch den Bullen gesagt haben. Hey, komm schon. Den haben Bonnie und Clyde. Oder Mary und Mickey. Wer sind Mary und Mickey? Natural Born Killers, Woody Harrelson, Dread Lewis. Bonnie und Clyde wurden erschossen. Ja, aber Mary und Mickey sind glücklich zusammen in den Sonnenuntergang gefahren. Und das werden wir beide auch. Versprochen. Du liebst mich wirklich, hm? Sagst es nicht nur so. Ja. Warum lügst du dann? Wir suchen uns was zu essen, ja. Verkeil die Tür hinter mir. Hat jemand Durst?
nach. Da muss schon ein bisschen geduldig sein, ja? Ich muss aber um 4 hier weg. Es müsste klappen, kann ich aber nicht versprechen. Wer von euch war denn auf Laura's Party eingeladen? Was für eine Party? Die feiert doch morgen ihren 18. Geburtstag. Ich kenne niemanden, der zu dir auf eine Party gehen würde. Warum nicht? Weil die Alte total durchgeknallt ist. Ach, die ist total peinlich. Die redet nur Scheiße. Was genau für Scheiße? Sie hat zum Beispiel behauptet, als ein Mitschüler von mir sie vergewaltigt hätte. Hatte? Die Bullen waren da, das volle Programm. Da war nichts. Und das ist auch nicht das erste Mal. Die lügt ständig. Das ist so ein Ding bei der, um sich wichtig zu machen. Danke. Eine Sekunde noch. Schon mal gesehen? Nee, den kenne ich nicht. Sicher? Ja. Gut, danke. Gerne. Tschüss. Tobias? Bitte. Ja. Gäste erwartet hat. Ja, wir haben einen Catering-Service bestellt und Laura will unbedingt einen DJ. Niemand hat von der Party gewusst. Wir haben mit ihren Mitschülern gesprochen. Wie soll das helfen, meine Tochter zu finden? Soll erstmal uns helfen, zu verstehen, was hier passiert ist. Warum ihr Mann ermordet wurde. Und wussten Sie, dass niemand zur Party kommt? Wir hatten sowas befürchtet, ja. Und trotzdem engagieren Sie einen Catering-Service, der 100 Leute bewirbt? Laura wollte es so. Herr Tarach, Lauras Freund ist vorbestraft. Allerdings deuteten seine Strafakte nichts darauf hin, weshalb er plötzlich zum Mörder geworden ist. Darum stellen wir uns natürlich die Frage, wie es dazu gekommen ist, was ihn dazu gebracht hat. Und jetzt denken Sie, dass Laura... Das ist doch absurd. Gegen Ihren Mann, gegen Lauras Stiefvater, wurde ermittelt. Ja, das war ein ganz schrecklicher Irrtum. Laura hat behauptet, dass ihr Stiefvater sie missbraucht hat. Aber das Verfahren wurde eingestellt. Mein Mann hat Laura natürlich nie angerührt. War aber nicht das erste Mal. Denselben Vorwurf hat es in der Schule auch schon gegeben. Es hat sich herausgestellt, dass Laura immer wieder Dinge erzählt. Aber wir haben uns deshalb professionelle Hilfe geholt. Ihre Tochter ist deswegen in Therapie. Ja. Also nein, wollte das nicht mehr. Adrian Tarach gilt als intelligent, hat in der Schule aber nie wirklich die Kurve gekriegt. Was hast du denn über seinen jüngeren Bruder Leon Tarach rausgekriegt? Selbstmord mit 16. Er ist vom Hoch aufs Dach gesprungen. Und der Vater stürzt ihm so vom Balkon. Die Familie sollte ihr Ruhrgebäude meiden. Ist damals ermittelt worden, warum sich der Junge umgebracht hat? In den Akten steht nur, dass er Stammkunde beim Arzt und im Krankenhaus war. Diverse Knochenbrüche, gestauchtes Jochbein, Prellungen. Es ging so mit 14 los. Was ist denn mit den Immobilienannoncen auf Tarachs Computer gewesen? Er hatte tatsächlich vor, einen Club zu eröffnen. Eine Bar oder sowas in der Art.
Ich dachte, er ist pleite. Seine Pläne hat auch niemand so richtig ernst genommen. Bis auf ihn selbst. Sie lügt. Er träumt. Gefährliche Mischung. Jo. Jo, ich bin's. Alter, wir wurden so knall wie hier vor der Wohnung. Deine Mutter steht eine Streife. Was brauchst du? Ich brauch deine Hilfe, Bruder. Ich brauch Geld und zwei Pässe. Hast du zu viele Scheiße hingeguckt? Wie soll ich zwei Pässe kriegen? Ich habe ja selber keinen. Wenigstens Geld, Mann. 2000. Mehr geht nicht. Komm schon, Ivo, Alter. Ich kann mal ein Auto dir geben. Okay. Du weißt, wo wir uns treffen? Ja, doch, wo immer. Okay, morgen früh um 8. Hey. Ich hoffe, sie ist das wert. Ja. Danke, Mann. Gehen. Hey, Laura, es ist nur für heute Nacht. Morgen sind wir weg. Ich dachte, wir wollten Spaß haben. Aber das werden wir auch. Morgen ist alles vorbei, versprochen. Okay. Ich habe mein Handy gar nicht verloren. Ich hab's weggeworfen. Und sobald wir raus sind, holen wir dir einfach ein neues. Ich muss auf Klo. Hochhäuser zur Auswahl. Aber zum Glück haben wir daher jetzt einen neuen Freund. Termine. Die müssen wohl ausfallen. Uns nicht in den Nacken kotzt. Der Marktleiter hat Tarach gesehen, er kennt ihn von früher. Tarach hat mal für ihn gearbeitet, hat Regale gepackt. Was mit ihm? Wenn ihm schlecht wird, erschieße ich ihn.
Du hast einen Anruf von einem Prepaid-Handy bekommen, kurz nachdem wir miteinander gesprochen haben. Ich rufe ständig Leute an. Wo steckt er? Weiß ich doch nicht. Adrian Terrach hat zwei Menschen umgebracht. Und du steckst ja jetzt mittendrin. Jetzt kommt wieder die Nummer mit der Beihilfe und so. Elena Matthei. Elena Matthei. Elena Matthei ist ihre Nichte, richtig? Ja. Seit 2011 in Deutschland gemeldet, pünktlich zur Einschulung. Sie ist minderjährig. Ihr könnt ja gar nichts mehr haben. Ach ja? Was sagt denn wohl Ihr Onkel in Bukarest, wenn wir dem einen schönen Brief schreiben? Lieber Herr Matthei, Ihre Tochter arbeitet hier als Drogenkurier. Was sagt er wohl? Also, wo steckt Adrian? Ihr schreibt ihm nicht, ja? Er will sich morgen mit mir treffen. Ich habe ihm mein Geld und meinen Wagen versprochen. In ein paar Tagen wollte ich das Auto als geklaut melden. Was hat er sonst noch gesagt? Nichts. Sie rufen ihn an und sagen, dass Sie ihn jetzt sofort treffen wollen. Wie denn? Er hat vom Prepaid-Handy mit unterdrückter Nummer angerufen. Erzähl uns doch mal was über deinen Freund Adrian. Und wozu? Je besser wir ihn kennen, desto besser wissen wir, was er vorhat. Seid ihr Hellseher oder was? Und Sie die staatlich geprüfte Nervensäge oder was? Er ist verrückt nach seiner Mutter. Also nicht so mit Sex und so. Er kauft für sie ein, er kümmert sich um sie. Deshalb wohnt er noch bei ihr? Ja, sonst ist niemand mehr da. Sie kannten seinen kleinen Bruder? Warum hat er Selbstmord begangen? Weil er ein Bourbonar war. Sein Vater wollte es aus ihm rausprügeln. Da hat er den Abgang gemacht. Der war was? Bourbonar. So. Boulanger. Sag mal, ein Schwuchtel. Ich weiß. Der ist wahrscheinlich vom Adrian Terrach sich versteckt hat. Kollege? Kümmern Sie sich. Also, zumindest kann ich das Gebet eingrenzen. Ich konnte einige SMS-Nachrichten zwischen Adrian Terrach und seiner Mutter abfangen. In einer Nachricht hat er geschrieben, dass er seine Mutter sehen könnte. Ja, dann ist ja klar, dass die beiden sich da in der Gegend verstecken. Hier ist die Wohnung von seiner Mutter. Adrian Terrach und Laura Hartmann müssen in einem dieser Hochhäuser sein. Also zumindest in diesem Gebiet. Das sind immer noch hunderte von Wohnungen. Ja, aber nicht mehr 1318. Trotzdem brauchst du eine Hundertschaft, um das alles durchzukämmen. Heute Nacht bekommen wir die ganz sicher nicht. Selbst wenn wir an jede Tür klopfen. Die eine Hälfte macht nicht auf und die andere Hälfte zeigt uns Dinge. Also ein paar Leute werden sicher kooperieren. Ich meine ja nur... Mann, wir konzentrieren uns auf Ivo Terrach, bis er sich mit Adrian Terrach trifft. Gut, dann werde ich mich darum kümmern. Und werde das SEK kontaktieren. Mm-hmm.
Zugriff ausrastet morgen? Zwei Menschen hat er schon umgebracht. Ja, der muss ja nicht in der ersten Reihe stehen. Hinten. Nur mal wieder dran schnuppern. Ja. Willst du meine Frau werden? Sag ja. Bitte. Ja. In guten wie in schlechten Zeiten.
bis der Tod entscheidet. Falsche Ort, um anzustellen und wegzukriegen, oder? Sondern zurückschicken. Obwohl, wenn er das durchhält, dann ist er schon mal ein Stück weit. Ich möchte ins Präsidium zurück. Tut mir leid. Hier bin ich keine Hilfe. Soll ich immer zurückfahren? Tobias? Die Push-Button-Automatik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Mein Name ist Tobias Reiser. Ich bin von der Kölner Kriminalpolizei. Laura? Da, wo du bist, ja? Ja, gut. Ich bleib unten. Laura? Tobias? Freddy? Tobias weiß, wo die beiden stecken. Was? Ja, 10. Stock. Adrian, er... Versprechen Sie mir, dass Sie ihm nichts tun? Verdammt. Hol Decke rein. Laura Hartmann ist im 10. Stock. Ich geh rein. Nein, das willst du nicht tun. Ich geh rein. Nein, du gehst da nicht alleine rein! Scheiße! Ich habe uns einen Wagen besorgt. Wir verschwinden von dir genauso, wie ich es gesagt habe. Ich habe keine Lust mehr. Wenn du in Sicherheit bist, komme ich nach, versprochen. Ja, klar. Was hast du genommen, mit wem du telefoniert hast? Ich dachte, du bist meine Frau. Ja, jetzt komm schon. Ich hab
Herr Tarach, Sie kommen hier nicht weg. Der Wagen, mit dem Sie verschwinden wollten, der ist längst beschlagnahmt. Ich zähle jetzt bis drei. Dann schieße ich. Herr Tarach, jetzt. Eins. Wir finden eine Lösung. Zwei. Dann lassen Sie wenigstens Frau Hartmann gehen. Okay. Alles gut, ganz ruhig. Ich lege die Waffe auf den Boden, ja? Ich lege die Waffe auf den Boden. Sie müssen hier niemanden erschießen. Zeit. Adrian, lass mich gehen. Ich hab dich angenommen. Das ist deine Entscheidung, wie das hier zu Ende geht. Aber eins ist klar. Das geht hier und jetzt zu Ende. Halt dein Maul, Mann! Ich wollte jemanden bei mir haben. Was redest du denn? Ich hab gelogen. Warum? Damit du mich liebst. Du liegst, Laura, komm! Ich weiß, dass du Laura beschützen möchtest. Genau wie dein Bruder damals. Halt dein Maul, Mann! Adrian, bitte. Lass sie gehen. Die macht sich große Sorgen um ihre Tochter. Sie werden Laura nichts tun. Deswegen sind sie doch hier, oder? Um sie zu beschützen. Bitte. Ich verstehe ja, dass du enttäuscht bist. Du solltest dir verzeihen. Look at me standing
here on my own again. Upstream.